Willkommen zurück bei Pokémon Strahlender Diamant. Dieses Part 26. Im letzten Part haben wir uns in der fünften Arena der Arenaleiterin gestellt, Lamina, mit ihren Geist-Pokémon. Und Yanma wurde leider besiegt, allerdings hat es sich wieder erholt, hat sich auch entwickelt. Sie hatte ganz gute Level, die mit unseren auf jeden Fall mithalten konnten. Ihr höchstes war 36, ein Traunmagil. Danach sind wir von Cynthia aufgefordert worden, uns über die Pokémon-Mythen und Geschichten dieser Region aufzuklären. Und zwar in einer neuen Stadt. Und hier sind wir nun, in Fleetburg. Die Stadt, die sich im Wasser spiegelt. Ja, schön mit dem Wasser. Und ja, gucken wir uns das mal an. In Fleetburg soll es einen alten Mann geben, dessen Vergesslichkeit ansteckend ist. Er kann sogar Pokémon-Attacken vergessen lassen. Genau. Hier konnte man damals die VM-Attacken wieder loswerden, die man ja kaum brauchte, weil sie einfach nur schlecht sind. Keine Ahnung, wieso sie unbedingt dieses System wollten. Aber naja. Irgendwo jenseits des Meeres gibt es andere Länder, in denen ebenfalls Pokémon mit ihren Trainern leben. Echt? Hallo Trainer, schau mal, was ich zwischen einer Ladung ausländischen Frachtguts gefunden habe. Ich brauch die nicht, daher kannst du sie haben. Ui, TM48. Kann ich sie brauchen, oder? Wie du sicher weißt, besitzen Pokémon individuelle Fähigkeiten. Mit der Attacke Fähigkeitentausch kann die Fähigkeit des Anwenders mit der des Zieles getauscht werden. Wie du diese Attacke einsetzt, sagt einiges darüber aus, wie du als Trainer so drauf hast. Was du als Trainer so drauf hast? Ja. Nicht so brauchbar, sage ich jetzt mal. Kann ein paar Verwendungen haben, auf jeden Fall. Allerdings ja, lässt sich das in Grenzen einsetzen. Also, ja, es ist nicht wirklich so brauchbar. Will ich noch 34? Ja, komm. Und haben wir dich schon gesehen? Hier herumlaufend? Ich glaube, eventuell. Aber ich weiß nicht. Ich habe es nicht in Erinnerung. Also lassen wir es mal so. Na gut, also ja, der Fähigkeitentausch hat ein paar Nutzen, aber ist nicht wirklich wert, eine Attacke zu werden, normalerweise. Nanu, was ist passiert? Deine Kleidung sieht nass aus. Warst du etwa am Strand bei Sandkämme schwimmen? Nö. Ach ja, da kann ich jetzt überall hin. Mit dem Surfer. Ja, gut, dass er mich erinnert. Vielleicht sehen wir uns das vor der nächsten Folge, beziehungsweise in der nächsten Folge dann an. Der Wiederball erleichtert den Fang jener Pokémon-Arten, von denen man bereits ein Exemplar gefangen hat. Jupp. Habe ich eine Weile ziemlich viel verwendet, bis mir das Design nicht mehr gefallen hat. Und dann habe ich mir gedacht, die Pokémon sollen nicht in diesem Ball sein. Jo. Dann habe ich aufgehört. Ich frage mich, was ich alles für einen Ausflug zur Eiseninsel brauche. Uiuiui, stimmt. Ja, da gibt es eine Insel. So, gibt es hier irgendwas Neues? Hyperball. Ja, hier gibt es diese Bälle. Für den Rest haben wir keine Verwendung, da wir Medizin haben. Ach. Also, wer bin ich denn noch gleich? Ach ja, jetzt weiß ich's wieder. Ich bin der Attackenverlerner. Soll ich dafür sorgen, dass eines deiner Pokémon eine Attacke vergisst? Nee, danke. Komm wieder, wenn es eine Attacke gibt, die vergessen werden soll. Ja, also ja, früher ist er brauchbar, aber jetzt nicht mehr so sehr. Willkommen in Fleetburg, der Stadt am Kanal. Früher wurden von diesem Hafen Güter in alle Welt verschifft. Mhm, und hier ist das Pokémon Center. Inton.
Mein Anton ist wirklich außergewöhnlich begabt. Es kann mit Seher die Zukunft vorhersagen. Okay. Also im Kampf trifft das einfach nur den Gegner. Fliegender Sinnoh. Der Text ist verwittert und unlesbar. Hey, ich will da rein. Die Tür ist fest verschlossen. Sie lässt sich wohl nicht öffnen. Frechheit. Und Shelterer ist mal übelst langsam. Kannst du auch ein bisschen schneller sein? Nö. Naja, ich meine, es hat einen Riesenpanzer und einen Baum mitzuschleppen. Also, seien wir es mal. Pokémon derselben Art können manchmal über unterschiedliche Fähigkeiten verfügen. Vielleicht sollte ich zwei gleiche Pokémon mit verschiedenen Fähigkeiten trainieren. Ich kann die VM-Attacke Stärke erst dann mit meinem Poketch einsetzen, wenn ich Arenaleiter Adam besiegt habe. Okay. Da haben wir das schon mal. Und ja, Fähigkeiten sind sehr wichtig. Und ich habe auch schon einige Pokémon mit verschiedenen Fähigkeiten auch doppelt gehabt. Ups! Hey Janina! Willst du etwa den hiesigen Arenaleiter herausfordern? Na, dann sollte aber jemand vorher prüfen, ob du dazu auch bereit bist. Und dieser jemand ist niemand anderes als ich mit meinem niegelnagelneuen Orden. Hast du ihn etwa schon besiegt? Aber schön, das werde ich auch mal wieder sehen. Ui, 5 Pokémon. Wir sind zwar auf einer Brücke, was diese Holzbalken darstellen sollen, aber irgendwie... Dahinter ist nur verschwommenes Wasser, Himmel, irgendwas. Und du hast immer noch ein Staravia, Level 32. Ja gut, 2 Level braucht's noch. Da sind wir mit Pachirio so, ja, gut aufgestellt. Ja, der Hintergrund hätte ein bisschen schöner sein können, finde ich. Und aha, eine Flinklaue mit Ruckzuckhieb. Bisschen Overkill. Aber bringt natürlich nicht so viel. Ruckzuckhieb ist jetzt nicht die stärkste Attacke. Funkensprung stattdessen, trotz des Bedrohers, ein 2-Hit-KO. Nice. Ui, ein Scaraborn. Da hast du dich wohl mit den Bäumen beschäftigt, auf die man Honig schmieren kann. Für dich haben wir... Ja, 2 verschiedene Dinge. Ich nehme jetzt mal Staraptor. Das senkt auch schön den Angriff. Und wurde eine Weile nicht mehr verwendet. Und was machst du? Silberblick. Ja gut, das neutralisiert meinen Bedroher. Oh je, Staraptor wartet auf Anweisungen. Ja, wir sind natürlich schneller. Aeroass macht das sowieso mit Leichtigkeit. Da brauchst du gar nicht cheaten. 4-fach Schwäche gegen Flug hat Scaraborn mit Käferkampf. Ein Parmelin. Okay, da habe ich schon wilde Bojelin gesehen. Ja, machen wir mal Kehrtwende. Dann sehen wir noch ein paar mehr Pokémon in diesem Kampf. Gleich mal zum Starter. Und er bleibt bei sehr schlechten, schwachen Attacken. Die kaum was bringen. Ich glaube, da reicht sogar ein Biss. Ui, er wechselt. Pampyro. Naja. Da hast du Glück, dass ich nicht Erdbeben eingesetzt habe. Level 37. Wie wär's, wenn du es entwickeln lässt? Ja, ich bleib drin, I guess. Der kann mir eh nicht viel. Na, zeig mal, was du kannst. Ja gut, wenn er mich verbrennt, ist es ein bisschen nervig. Und das tut er auch. Ja gut, hat er mal ein bisschen Glück. Jetzt könnte er das Erdbeben überleben. Tut er auch. Ja gut, die Verbrennung hat ihn gerettet. Dann müssen wir eben wechseln. So, und ja, hoffen, dass wir nicht wieder verbrannt werden. Ja, hab einiges an Auswahl, Flug-Pokémon oder eben
Boden-Pokémon, Hippopotas. So, machen wir mal ein bisschen Sandsturm. Ja, niemand will verbrannt werden. So, ja, der Sandsturm hält dich zurück. So. Wow, gar nicht so schwach. Ja gut, er ist in... Was ist denn das auf Deutsch? Ja, in seiner Fähigkeit, Blaze, auf Englisch. Die seine Feuerattacken verstärkt und ich habe daneben getroffen. Cool. Na gut, dann eben Pachirisu. Ja, ich wollte nicht zwei Runden verschwenden mit Schaufler. Ich wollte das in einer Runde erledigen. Hui, Tempo-Hieb. Aber es hat nicht sein sollen. So, jetzt hängen wir hier ewig, obwohl der eh nichts. Ja gut, nichts kann gerne nicht, aber... Was, er hat gecheatet, um zu überleben. Aber verbrennt. Ach Gott. Wow, sehr schwach. Okay, Pampyro. Kein einfacher Gegner. Ja gut, wir wurden verbrannt. Okay. Ja, alles nur wegen dieser einen Verbrennung. Auf Shelterer. Ja, mit wem möchte ich ihn denn besiegen? Schauen wir mal, was Jan Mega so drauf hat. Es könnte es schneller sein. Allerdings ist das nicht sicher. Genau. Aber Flammenrad ist physisch. Wow, es reicht trotzdem. Mit einem Volltreffer. Und natürlich ist er immer noch in Blaze. Alles klar. Jetzt bekommt er wieder einiges an KP. Ja, ich weiß nicht. Wir werden hier die ganze Zeit verarscht irgendwie. Gut. Staraptor. Mit einem Volltreffer sollte er ihn auch nicht mal besiegen können. Gut, wenn du es unbedingt so willst. Dann muss ich nach deinen Regeln spielen. Ja. Theoretisch ein sehr leichter Gegner, aber... Wir wurden verarscht. Und dann hat er einen nach dem anderen fertig gemacht. Zuerst verbrennt er Shelterer, dann treffe ich daneben. Dann hat er einen Volltreffer. Naja, Roselia. Ja, das kann wieder gar nichts. Volltreffer, ja, wird wahrscheinlich nichts ausgemacht haben. Staraptor ist ziemlich stark. So, hat jetzt Jan Mega auch gerade Erfahrung bekommen, obwohl es K.O. ist? Ich glaube, alle haben was bekommen. Was? Du willst mir weismachen, dass ich verloren habe? Tja, auch mit deinem ganzen Gecheate konntest du mich nicht besiegen. Ach was, Hippopotas entwickelt sich. Cool. Doch nicht so böse. Oder willst du dich gleich revanchieren? Für den Betrug. Und da ist es. Ein Hippoteros. Schön gräulich. Also nicht so wie das Männchen. Schwergewichts-Pokémon. So, ja, durch seine Öffnungen kommt Sand. Cooles Pokémon auf jeden Fall. Meinetwegen, dann bist du immer ein kleines bisschen besser als ich. Wie üblich halt. Na und? Aber hört mal. Dreimal darfst du raten, wer die Pokémon-Liga-Meisterin sich zum Champ krönen wird. Ganz genau, nämlich ich. Aber egal, du scheinst dem Arena-Leiter jedenfalls durchaus gewachsen zu sein. Also bist du überhaupt noch hier. Los, bring es endlich hinter dich.
Okay, ja, ein anstrengender Kampf. Aber immerhin hat er, auch wenn es mit ein bisschen Cheaten war, uns ein bisschen entgegengewirkt. So, wir brauchen Vitalkraut, ja. Pokécenter ist nicht gut, wir wollen nicht, dass unsere Pokémon cheaten. So. Energiestaub. Aber gleich mehrere. So. Damit die Pokémon ja nicht wieder herumcheaten. Pachirisu ist noch ein Problemfall. So, und Hippoterus kann gleich nach vorne. Und ja, da sieht man es schon am Sprite von Hippoterus. Eigentlich wäre es so gelblich, anstatt diesem helleren Grau, wenn es ein Männchen wäre. Aber wir haben das Graue. So. Wie gesagt, ich mag beide Farben. Bibliothek, okay. Ich gehe jetzt in die Bibliothek, denn ich liebe Bücher über alles. Wenn ich lese, entführen mich die Bücher in fremde Länder und Zeiten. Ja, Bücher sind jetzt nicht so meine Lieblingsbeschäftigung. Kann aber natürlich was sehr Interessantes drinstehen. Meine glänzende Intuition sagt mir, dass es in dieser Stadt einen versteckten Weg gibt. Und an dessen Ende befindet sich ein Schatz. Dein Schatz. Uiuiui. Meinst du etwa diesen? Wie kommt man denn da hin? Wahrscheinlich von der anderen Seite. Oder kann ich hier rüber surfen? Ui, tatsächlich. Dann danke schon mal für den Tipp. Was ist denn dieser Schatz? Ah, Kehrtwende, ja. Konnten wir schon länger kaufen? Ey, bist im Weg? Naja. So, kann ich da eigentlich rein? Wäre lustig gewesen. Geheime Schiffskammer. Mit einem tatsächlichen Schatz. Und ja, hier sieht es ja schon mal viel schöner aus. Ja gut, durch den Sandsturm nicht mehr so. Aber ja, die Gegend echt schön. Mit dem Berg im Hintergrund. Sogar schon weiß. Auf dieser Seite. Naja gut, was ist denn hier drin? Das Haus vom Seemann Eldrich. Aber er scheint nicht hier zu sein. Ich werde mal ein Seemann, genau wie mein Papa. Er ist nämlich der mutigste Mann, den ich kenne. Selbst hohe Wellen machen ihm keine Angst. Arenaleiter sein wäre aber auch echt cool. Adam ist total klasse. Ja, schön, wenn du mehrere Vorbilder hast. Unser Junge hat einfach viel zu viel Energie. Ich wünschte, er wäre ein bisschen ruhiger. Naja, ist doch nett. Eine Eilmeldung? Augenzeugen zufolge hat Janina ihre Reise durch Sinnoh für einen Stopp im Großmeer unterbrochen, um dort Pokémon zu fangen. Sie soll offenbar als erstes ein Meryl gefangen haben. Angespannt von dem Erfolg schloss der Trainer das Safari-Spiel mit einem gefangenen Pokémon ab. Alles klar, ja, ich wollte wieder zur Galaktik-Meldung, aber genau in dem Moment, wo ich gedrückt habe, ist es auch wieder weg gewesen. Aha, hier ist einfach ganz leer. Okay, interessant. Auch kein Schild davor. Der Arenaleiter und die Trainer dieser Arena gehen oft zur Eiseninsel. Dort trainieren sie nicht nur ihre Pokémon, sondern auch sich selbst. Ja, ist auch wichtig. So, Arenaleiter Adam, der Mann mit den Muskeln aus Stahl. So, und hier ist die Bibliothek. Möchtest du in den See stechen? Zur Eiseninsel könnte ich schon. Ja, jetzt gibt es drei Möglichkeiten,
Die Arena, die Eiseninsel oder die Bibliothek. Schauen wir mal, was hier so los ist. Was ist denn? Bitte stör mich nicht, du siehst doch, dass ich hier lese. Ja, ja, Entschuldigung. Muss nicht gleich so böse sein. Guten Tag, dies ist die Bibliothek von Fleetburg. Sei aber bitte leise, damit du die anderen Leser nicht störst. Alles klar. Ja, alles voller Bücher. Mit abgenutzten Büchern. So. Hallöchen. Bei den Büchern in der zweiten Etage handelt es sich eher um einfache Kost. Die Bücher hier sind für derart kompliziert geschrieben, dass ich nur Bano verstehe. Ach echt? Naja. Was steht denn da auf dem Schild eigentlich? Der Verzehr von Speisen und Getränken innerhalb der Bibliothek ist untersagt. Ja, man soll nichts dreckig machen, vor allem nicht die Bücher. Vielleicht soll es auch nicht nach Essen riechen, könnte ja wen stören. Immer wenn ich ein Buch lesen will, hat es sich jemand anders bereits ausgeliehen. Ja, kann schon mal vorkommen. Du scheinst die beliebten Bücher zu mögen. In jedem Buch stecken die Erinnerungen von bestimmten Orten und bestimmten Zeiten, die dem Verfasser lieb und teuer waren. Bibliotheken sind somit nicht einfach nur Gebäude, in denen Bücher aufbewahrt werden. In ihnen treffen unterschiedliche Orte und Zeiten aufeinander. Ja, man kann alles sehr philosophisch sehen. Aha, die Legenden und Mythen der Sinnoh-Region. Volkssagen aus Sinnoh. Welche Volkssage möchten wir lesen? Ja, schauen wir mal. Die erste. Säubere die Knochen der Pokémon, die du im Meer oder Fluss gefangen hast. Danke ihnen für die Nahrung, die sie spenden, und übergib ihre Knochen wieder dem Wasser, aus dem sie kamen. So werden Pokémon zu neuem Leben erwachen und der Kreislauf beginnt von vorne. Ja, ein Kreislauf ist sehr wichtig. Allerdings... nicht das, was ich gesucht habe. So, die Mythologie der Sinnoh-Region. Möchtest du darin lesen? Ah, das ist schon eher das, was ich gesucht habe. In der Anfangszeit Sinnohs lebten Pokémon und Menschen noch getrennt voneinander. Jedoch unterstützten sie einander und halfen sich durch den regen Austausch von allerlei Wissen. Schließlich schlug ein Pokémon den Seinen vor, sich den Menschen zu zeigen, damit man allzeit bereit sei, ihnen zu helfen. So kam es, dass Pokémon vor den Menschen erschienen, sobald diese das hohe Gras betraten. An diesem Brauch hat sich bis heute nichts geändert. Okay, interessant. Ja gut, so interessant das auch sein mag, oder mehr oder weniger. Es scheint noch nicht richtig weiterzugehen. Sollen wir die Arena machen oder die Insel? Schauen wir mal zur Insel. Braucht man dort Stärke? Vielleicht muss ich dann eh wieder zurückkommen. Brücke hoch, gerade noch rechtzeitig. Und ja, Stärke brauche ich dann sowieso für den Kraterberg. Hui. Und hier sind wir. Shelterer ist wieder mal im Weg. Ach, da ist ja sogar was. Ein Top-Alter. Und was ist das für ein Häuschen? Ein leeres. Ja gut. Dann scheint hier jemand zu wohnen. Oder so. Was ist denn hier drinnen? Gut. Die Höhle ist relativ groß. Ein Pokémon läuft mir auch nicht mehr hinterher. So, ein paar Dinge gibt es hier aber.
Ein Golbat. Welchen Level hast du denn? Oh, verzögert sich wieder alles wegen des Sandsturms. So, Level 30. Wir konnten flüchten. Ich gehe wieder bei Chorizo nach vorne. Denn ja, der Sandsturm, der immer erscheint, dauert einfach zu lang. Die nervigen, wilden Pokémon sind schon Aufhaltung genug. So, ich hole mir jetzt mal das Item und ich gehe dann doch zur Arena. Denn dann ist diese zumindest ein bisschen schwieriger, da wir noch niedrigere Level haben. Oder sage ich mal, ein bisschen spannender. Gut, aber hier kommen ja, ja recht häufig wilde Pokémon. Hält sich ja normalerweise sehr in Grenzen. Onyx gibt es auch. Gut, dann haben wir schon mal gesehen, was uns so ein bisschen erwartet. Ungefähr. Ankerlichten. Zurück nach Fleeberg. Ja, schade, dass man nicht die Umgebung ansehen kann. Aber gut, dann schauen wir mal in die Arena. Ja, es gibt Stahl-Pokémon. Jan Mega wird also wahrscheinlich nicht so viel ausrichten können. Dann gebe ich wieder Hippoterus nach vorne. Und wer sind wir? Ein Bauarbeiter und ein Kämpfer. Howdy, zukünftiger Champ. Der Arenaleiter hier setzt Stahl-Pokémon ein. Diese haben eine verstärkte Verteidigung, gegen die du mit halbherzigen Angriffen nichts ausrichten kannst. Genau. Arenaleiter Adam und Barry hat ihn schon besiegt, so wie er gesagt hatte. Uiuiui, da will ich aber nicht runterfallen. So. Stahl symbolisiert einen unbeugsamen Geist. Wer sich niemals geschlagen gibt, dem wird sich der Pfad zum Sieg offenbaren. Ja, ist sogar eine Weisheit darin enthalten. Ui, was ist das für ein Licht? Ah ja, verschwindet eh wieder. Oha, ein Stahlos. Ja, niemals aufgeben. Je nach Situation halt. Kann auf jeden Fall helfen, seine Ziele zu erreichen. Ja, und ich habe leider immer nur noch Schaufler. Kein Erdbeben oder so. Naja, dann dauert es eben 2 Runden, ihn anzugreifen und nochmal 2. Oha, zuerst Eisenschweif und nun Eiszahn. Zum Glück frieren wir nicht ein. Ja, Stahl-Pokémon haben normalerweise sehr hohe Verteidigung. So wie Stahl es auch. Extrem hoch, bei ihm sogar. Aber dennoch gibt es Ausnahmen und ja, natürlich auch Typen, die sehr effektiv sind, wie Boden, Kampf, Feuer. Ich habe zwar nie aufgegeben, aber leider auch nie gewonnen. Tja. Du hast ja noch andere Möglichkeiten weiterzumachen. Vielleicht gewinnst du ja beim nächsten Mal. So, und hier gibt es Plattformen, die sich nur nach oben oder unten bewegen. Aber zuerst kämpfen wir mit dir. In einer Arena geht es nicht nur darum, die Stärke deiner Pokémon zu prüfen. Es ist so viel mehr als das. Du selbst, deine ganze Persönlichkeit wird auf die Probe gestellt. Ja, also gibt auch kleine Rätsel.
Arbeiter Jupp hat ein Onyx. So. Ja, Onyx ist dann schon ein bisschen... ja, vorstufiger als Stalos. Also keine Ahnung, wieso das jetzt schlechter werden musste. Na gut, ich bleib dann einfach mal mit Hippotheros drin. Zweimal Schaufler. Sollte ihn auf jeden Fall erledigen, da sogar Stalos besiegt wurde. Genau. Robustheit hätte er vielleicht sowieso gehabt. Sonst hätte ich einfach Holzhammer mit Chelterra gemacht. Aber da gäbe es auch viel Rückschussschaden und das ist ja auch nicht so toll. So, gleich noch ein Level. Sehr schön. Und Hippotheros hat gute KP, Angel, Verteidigung. Der Rest nicht so toll, aber... ja, ein sehr tankyes Pokémon. Diese Attacke war niederschmetternd. Ist klar, also hier geht's nicht weiter. Wir müssen eine dieser vier Plattformen verwenden. Mal sehen, was bei der ersten ist. Ein Kampf. So, und... ja, ich habe nicht die Pokémon-Box zur Verfügung. Sonst hätte ich... Empoleon geholt. Ja gut, dann... bleiben wir mit Hippotheros vorne. Du fährst in den Aufzügen hoch und runter, so erreichst du mich und deinen nächsten Kampf. Okay. Das weiß ich schon. Wieder ein Onyx. Tja, und schon wiederholt sich das Pokémon. So, Level 28. Ja, er hat dafür 3. Immerhin. Ja, Onyx ist sehr hart. Sehr gute Verteidigung. Er ist aus Stein. Aber... bei seiner Entwicklung wird er... stählern, stahlhart und wird ein Stalos. War ja eine ziemlich coole Entwicklung. Ach, Dampfwalze trifft nicht mal unter der Erde, nur Erdbeben, okay. Ich glaube, es gibt hier sogar wilde Stalos. In dem Spiel. Deswegen hatte ich bei einem Playthrough, also damals, wie ich es durchgespielt habe, einfach auch mal den Stalos dabei. War schon sehr cool. Normalerweise muss man ja tauschen, das ist immer ein bisschen nervig. Wenn man nicht... ja, Freunde hat, die Pokémon auch so gern spielen oder... sonstige Komplikationen. So, Antikraft. Nee, brauchen wir nicht. Das ist eine Spezialattacke. So, Pachirisu steigt auch. Und ja, der Typ hat 3 Onyx. Das hat mich ganz schön runtergezogen. Da hatte ich gehofft, dass wir was Neues sehen. Und dann kommt nur sowas. So, zweiter Aufzug. Ist auch nichts. Ja, hätte ich oben schon schauen können. So, beim anderen Weg wird es weitergehen. Und hier geht es auch weiter. Ja. Doch nicht weiter. Gut, dann bleibt nur noch der übrig. Hier geht es sogar runter. Ja, und ich denke, Hippotheros bleibt weiterhin vorne. Staraptor hat auch Nahkampf. Könnte also gegen Stahl-Pokémon was ausrichten. Ein Ass muss Wissen und Erfahrung mitbringen, um auf hohem Niveau kämpfen zu können. Lass mich dir im Kampf veranschaulichen, was ich damit meine. Ja, dann zeig mal her. Du scheinst dir deiner Sache ja sicher zu sein, Christian.
Du hast noch einen Pion-Scorer. Ich meine, okay, ich auch. Entwickelt sich relativ spät. Allerdings ist Science auch nur Level 30. Aber dann wechsle ich mal zu Rampardos. Ich könnte es eh nicht mit nur einer Runde besiegen. Toxin, wie nervig. Aber ist schon okay. Dann kann ich zumindest Rampardos wieder heilen. Oder Ramaidon eben. Auf Deutsch. Dann kann ich ihn wieder heilen und dann mag er mich weniger. Bams. Ja, es sieht so aus, als würden diese drei Steine zusammenkleben. Finde ich ein bisschen komisch. So, was hast du noch? Ein Stalos, okay. Also das Pion-Scorer war einfach von... keine Ahnung wo. So, Ramaidon kann zwar Dampfwalze, würde aber nicht genug Schaden machen. Ui, und der kann ja Eiszahn, stimmt. Ist natürlich vierfach effektiv bei unserem Pflanzen-Boden-Pokémon. Dafür brauchen wir aber nicht zwei Runden, um es zu schädigen mit Schaufler. So wie Hippopotamus. Ja. Zwei Runden Attacken mag ich halt nicht so gern, weil sie einfach zu lang dauert. Und im Competitive sind sie sowieso nicht so gut, weil du kannst halt immer in der einen Runde zu einem Pokémon wechseln, das nicht so viel Schaden davon nimmt und... ja. Das ist halt nicht gut. Wenn es auch noch ein Pokémon ist, dass das Pokémon dann... ja, verscheuchen muss. Wo der andere dann wechseln muss. Wow, irgendwie bin ich gerade in der Stimmung, ein Schlaflied anzustimmen. So. Und während dem Durchspielen ist es halt einfach nur nervig, weil man länger braucht. So. Gut. Ja. So. Und weiter geht's. In diese Arena. Da ist wahrscheinlich nichts. Ja. Ja, diese ganzen Verbindungen sehen ein bisschen aus wie so ein Computersystem. Diesen drei Kabeldingern da. So, und... gibt's hier nichts? Ja, gut. Besser, zuerst den falschen Weg zu gehen, damit man sich dann nicht beim richtigen überlegt, was war beim anderen? Und dann einfach alles wieder zurückgeht. Gut, hat sich... angeboten, dass hier der falsche Weg ist, da hier der Trainer ist. Pokémon und Menschen arbeiten schon hart, seit sehr vielen Jahren Hand in Hand. Wir geben dir gerne eine Kostprobe von dieser Zusammenarbeit. Ja, ja, das haben mir schon viele. Aber du redest wohl auch von so, ja, Baustellen. Sieht ja, ja, relativ okay aus. Der Hintergrund hier im Kampf. Ui, und es reicht. Klasse. Ja, viel Erfahrung gibt's nicht. Onix ist jetzt nicht das beste Pokémon. Es hat sehr gute Defense. Die Initiative ist ja relativ hoch für einen Stein-Pokémon. Also damit konnte es ein bisschen punkten. Allerdings sind Angriff, Spezialangriff und Spezialverteidigung und Kraftpunkte
nicht sehr gut. Irgendwas mit Niederlage hat er gesagt. Hab's leider weggedrückt. So. Okay, das... nicht unten. Ich bleib wohl bei Hippoterus. Ja, also bisher ist die Arena etwas einseitig. Ja, wir attackieren mit knallharten Karate-Schlägen. Okay. Schwarzgurt Florian. Zwei Pokémon. Zeigst du mir mal was Neues? Nee, wieder ein Onyx. Ja. Also sehr einseitig diese Arena. 100 Millionen Onyx. Dann sind sie nicht mal so stark. Also, dass sie mit einem Schaufler von mir besiegt werden, ist schon ein bisschen enttäuschend. Felsgrab, ja, daneben, bin unterm Boden. Überlebst du wenigstens? Nö. Keine Robustheit und auch so besiegt, also scheint er nicht so gute Werte zu haben. Normalerweise sollte er das mit Leichtigkeit überstehen. Auch wenn ich ein paar Level höher bin. So, ein Stalos, immerhin. Allerdings gibt es hier auch sehr viele davon. Ach, und er macht auch Schaufler, na super. Das trifft meiner daneben. Und das war auch mein letzter. Dann versuche ich mal Sandgrab. Ja, Flinkläufer brauche ich jetzt nicht. Stalos wird auf jeden Fall langsamer. Auch wenn Sonic für ein Stein-Pokémon relativ schnell ist. Verliert es sehr viel an Geschwindigkeit, während es sich entwickelt. Ja, Stalos ist einfach zu schwer, um sich zu schnell bewegen zu können. Allerdings kann es ja Steinpultur erlernen. So, er macht Schaufler. Dann hole ich mal Staraptor her. Und versuche es mit Nahkampf. Ui, der Angriff sinkt sogar, obwohl er im Boden ist. So, er könnte überleben. Jo. Wenigstens der hat gute Verteidigung. So, macht er jetzt Eiszahn. Ja, ja, macht nicht so viel. Aber ich muss nochmal Nahkampf machen. Alles andere würde er überleben. Ja, leider hat man Nahkampf nur 5-mal. Das ist ein bisschen belastend. So. Das war eine ziemlich deftige Abreibung. Ja, es gibt Attackenprobleme. So, gibt's noch viel hier? Ein paar Dinge gibt's auf jeden Fall noch. Die hier zu tun sind. Ja, ein paar Äther haben wir ja noch. Staraptor braucht noch keine. Gut. Dann geht's nun weiter. Wer sich auf einen Pokémon-Typ spezialisiert, erkennt dessen wahren Stärken und Schwächen. Ja, stimmt schon. Solange man gegen viele verschiedene andere Pokémon kämpft. Aha, sie hat ein Azumarill. Endlich mal etwas anderes. Gut. Pflanze und Elektro sind sehr effektiv. Da es Typ Fee ist, noch ein paar andere. Oder? Ne, eigentlich nur Gift. Stahl wird durch Wasser neutralisiert. Gut, ich nehme jetzt einfach mal Janmega. Und hoffe, dass es
nicht drauf geht. Zunera ist ja sehr gefährlich. Mit seiner Fähigkeit, die seinen Angriff verdoppelt. So. Kaskade war nicht so schlimm. Schauen wir mal, ob Luftschnitt das zurückschrecken kann. Nö. Gut, eine Wasserdüse wird uns noch nicht killen. Ja, ist halt jetzt fraglich, ob Luftschnitt ausreichen wird. Der Sandsturm hat es ja schon zweimal getroffen. Ich riskiere es aber trotzdem. Auch wenn es daneben gehen könnte. Ja, es hat ausgereicht. Nice. Sehr gut. Ja, die andere Fähigkeit von der Mega wäre jetzt natürlich auch cool gewesen. Gegen die ganzen Stalos. Man könnte es mit Käfergebrummen ziemlich viel Schaden machen. Aber naja. Da habe ich es mit der Spezialisierung wohl etwas übertrieben. Ja, vor allem wenn du nur eins hast. So, von da sind wir gekommen. Ach, es geht weiter nach unten. Und hier ist eine rote Plattform. Sehr interessant. So, der Energiestaub geht schon wieder aus. Ich verwende den ja auch fleißig. So, und mit der geht es ganz nach oben. Zum Arenaleiter. Wir haben ja wieder genug Attacken. Allerdings nicht so viele Pokémon, die wirklich beitragen können. Andererseits brauchen wir auch nicht so viele. Dann würde ich sagen, wir machen den Arena-Leiter noch in dieser Folge, oder? Ja. So, Stahl-Pokémon. Was wird er denn haben? Mal sehen. Hallöchen. Da bekommen wir noch einen schönen Blick von oben. Ah, das ist der Orden von Erzelingen. Verstehe, verstehe. Du hast also meinen Sohn besiegt. Nun, das ist kein Wunder. Er muss schließlich noch viel lernen. Aber im Gegensatz zu Veit würde ich eine richtige Herausforderung für dich sein. Werde. Ja, okay. Mal sehen. Kommt sich gut vor mit seinem Stahl, dass er härter als Stein sein soll. Okay. Er hat ein Bronzel. Ja, früher wäre Knirscher hier noch nicht sehr effektiv gewesen. Der Stahl, Geist und Unlicht resistet hat. Dies ist aber nicht mehr der Fall. Ja, Bronzel, Stahl, Psycho hatte nur zwei Schwächen damals. Boden und Feuer. Und es hatte eben beide Fähigkeiten, die das auch wieder... ja... annullieren können bei Boden und normal effektiv bei Feuer machen. So, ein Stalos. Wieder mal. Ja gut, dann mache ich wieder Schaufler. Sogar Level 36, nicht schlecht. Ui, und er kann Erdbeben und er ist sogar schneller. Tja, das ist jetzt nicht gut. Denn Erdbeben ist verstärkt, wenn ich unter der Erde bin, soviel ich weiß. Und jetzt werde ich drauf gehen, ja. Tja. Butterus. Du warst langsamer. Das ist nicht gut. Tja, jetzt werden wir tatsächlich Probleme bekommen. Er wird wahrscheinlich auch Eiszahn können.
aber ich muss Cheltera nehmen. Tja, hätte ich doch Pokémon austauschen sollen. Und Empoleon holen. Gut, machen wir mal Erdbeben. Ach, der ist sogar schneller als wir. Das ist sehr gut trainiert. Aber wieso kann es nicht Eiszahn, so wie die anderen? Erdbeben ist nicht effektiv, da ich auch Pflanzentyp habe. So, der Sandsturm ist vorbei. Und du bekommst noch ein Erdbeben. Ach, diesmal sind wir sogar schneller. Okay. Anscheinend waren wir gleich schnell. Außer er hat... ja, Brüller oder sowas gemacht. Ui, Staraptor steigt schon wieder. Gut, ist das schon ein letztes? Och, schau, mein letztes Pokémon. Das ist der Moment. Der Wahrheit oder so. Hab's leider nicht mehr gesehen. Und hier ist es, Polterus, das zweite Fossil-Pokémon. Es ist sehr defensiv angehaucht. Also genau das Gegenteil von Ramaidon. Gut, versuchen wir es mit Erdbeben. Wir sollten schneller sein. Er könnte natürlich Metallstoß machen und uns besiegen, da er Robustheit hat. Aha, eine Beere. Ja. Hättest du es lieber niedrig lassen und mit einem Hypertrank geheilt. Da hat die Beere leider nicht geholfen. Noch sind wir nicht am Ende. Mein Pokémon und ich geben nicht auf. Ja, ein Erdbeben muss es besiegt. Ach, ich habe ja eine Idee. Ramaidon gegen Polterus. Machst du wieder Eisenabwehr? Ui, Lichtkanone. Ah, das ist nicht so gut. Aber ja, Polterus ist nicht so stark. Ah, es überlebt nichts. Gut. Auch wenn es sehr gute Verteidigung hat und Eisenabwehr gemacht hat, ist Boden immer noch vierfach effektiv. Und Ramaidon hat ja auch einen sehr hohen Angriff. Ja, Polterus habe ich auch sehr mögen. Beziehungsweise mag ich auch sehr. Allerdings zum Durchspielen ist es ein bisschen anstrengend, da es eben so defensiv ist und kaum offensiv. Superzahn. Nee, lass mal. Ich... ja. Es wäre eigentlich praktisch, aber ich will die Dinge, die ich da habe, nicht... rausnehmen. Ach, und da fällt er zu Boden. Da habe ich meine Pokémon so eisern trainiert und du schickst sie einfach auf die Bretter. Tja, hätte dein Stahl aus Eis zahlen können, wäre es brenzlig geworden. Du hast es geschafft, mein hervorragendes Team zu besiegen. In Anerkennung in deiner Stärke überreiche ich dir den Minenorden. Ah, der erinnert mich auch an Generation 5. Da gibt es ja auch... ja, einen Arena-Leiter mit Boden-Pokémon, der viel in den Minen arbeitet. Mit dem Minenorden kannst du dein Poketsch über dein Poketsch die VM-Stärke einsetzen. Nun, da du 6 Orden besitzt, werden dir alle Pokémon bis Level 70 aufs Wort gehauchen. Hier, die gebe ich dir auch noch. Aha, Sticker, hab wieder nicht aufgepasst. Ah, hier bekommen wir Lichtkanone. Verstehe. Ist halt eine Spezialattacke. Sie kann die Spezialverteidigung des Ziels senken. Ja, ganz gute Stahl-Spezialattacke eigentlich. Aber jetzt nur Stärke 80. So. Das war's mit dieser Arena. Und, oh, Barry. Hey, das ist ja ein Medium-Orden. Reife Leistung. So stark wie du bist, könntest du ebenfalls mit dem Gedanken spielen, Champ zu werden. Auch wenn du natürlich kaum eine Chance hast, es tatsächlich zu werden. Schließlich bin ich ja stärker als du. Okay. Vorhin sah das anders aus und alle anderen Male davor auch. Aber egal. Los, Janina. Komm mit in die Bibliothek.
Genau, er sagt uns schon, wo es weitergeht. Ich glaube... Ich verwende jetzt mal das Pokémon Center. Ein bisschen AP und KP und so weiter muss man dann doch auffüllen. Ja, vor dem nächsten Part kaufe ich dann wieder ein paar Gewürze. Und dann, ja, sehen wir uns die Bibliothek an. Vielleicht sehen wir uns ja danach dann diese Surfer-Routen an, die noch zu erledigen sind. Ja, also vielen Dank fürs Zusehen. War eh wieder ein sehr langer Part. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.